Are you ready for a war? Mel Gibson ist ein brillanter Hollywood-Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Er ist ein blauäugiger Frauenheld, ein Genie, Gewinner von 2 Oscars und des Golden Globes als bester Regisseur, Vater vieler Kinder, Philanthrop und Millionär. Aber Herr Gibson ist auch ein Rowdy und natürlich auch ein Randalierer und war außerdem der Lieblingsschauspieler des verstorbenen nordkoreanischen Führers Kim Jong-un. Mick Show präsentiert. Wie Mel Gibson lebt und was aus ihm wurde. Malcolm Killet Gerard Gibson wurde am 3. Januar 1956 in einem Vorort von New York als 6. Kind einer irisch-katholischen Familie geboren. Seinen Namen erhielt der Junge zu Ehren der heiligen Mel und Colum Kill, der als einer der 12 Apostel Irlands verehrt wird. Die Eltern Anne Patricia und Hutton Gibson, gewöhnliche, tiefreligiöse Menschen, sahen den Sinn des Lebens in Kindern. Und so wurde die Familie sehr groß. Sie hatten insgesamt 11 Kinder. Mels große Zukunft war wahrscheinlich genetisch angelegt, denn seine Großmutter väterlicherseits glänzte in der australischen Oper und sein Großvater besaß ein profitables Tabakgeschäft in Südamerikas und galt als Millionär. Die zweite Komponente in der Erfolgsformel war die grenzenlose Liebe und Fürsorge der Eltern, die alles für ihre Sprösslinge taten. Dennoch konnte die Familie nicht als wohlhabend bezeichnet werden. Sein Vater arbeitet als Schaffner bei der New York Central Railroad, wo er schließlich bei der Arbeit verletzt wurde. Dank seines hohen IQs und seines eisernen Willens erwirkte Hutton vor Gericht eine beträchtliche Entschädigung von $145.000 von seinem ehemaligen Arbeitgeber. Wegen seines Verstandes konnte er bei einem internationalen Fernsehspiel $21.000 gewinnen, was ihm sehr gelegen kam, als sich in Horizont der USA ein großer militärischer Konflikt in Vietnam abzeichnete. Das Familienoberhaupt wollte das Leben seiner Kinder nicht riskieren, die in Zukunft zum Dienst in einem Kriegsgebiet einbezogen werden konnten, und beschloss, nach Australien zu ziehen. Mel ging fleißig zur Schule, erhielt eine geistige Ausbildung und träumte von einem Beruf als Journalist. Aber für die Wahl seiner Zukunft sollte der junge Mann seiner Schwester dankbar sein. Sie wusste seines Bruders Kunstfertigkeiten und Leidenschaft für Streiche und bewarb ihn in seinem Namen beim Sydney National Institute of Dramatic Arts. Gibson selbst wollte das nicht sehr. Am Vorabend des Vorsprechens hat er stark getrunken und gekämpft und am Morgen sah er wirklich schlecht aus. Überraschenderweise wurde er akzeptiert und er begann zu studieren. Er wohnte in Sydney mit Freunden, unter denen war der zukünftige Oscar-Preisträger Jeffrey Rush. Noch während seines Studiums spielte Mel in seinem ersten Film, Summer City, für den er nur $400 erhielt. Unmittelbar nach seinem Abschluss erhielt er Angebote für Filmrollen und eine Einladung an das staatliche Theaterensemble. Die ersten Schritte brachten Erfolg. Fast zeitgleich kam der von der Kritik positiv bewertete Film Tim und die von George Miller inszenierte Kult-Anti-Utopie Mad Max. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Go. Die atmosphärische Road-Movie brachte den angehenden Schauspieler Ruhm und eine Gage von 15.000 australische Dollar und wurde schließlich der erfolgreichste australische Film, der weltweit über $100 Millionen einspielte. Der Junge erwartete die Hauptrolle zunächst nicht, weil er nach einem weiteren Kampf zum Casting kam. Sein Gesicht war von Schürfwunden und blauen Flecken geschwollen, sodass er gebeten wurde, nach ein paar Wochen für die Rolle eines anderen Freaks vorzusprechen. Als Mel, nachdem er sich in Ordnung gebracht hatte, zum Casting zurückkehrte, wurde ihm sofort angeboten, für die Rolle des Max vorzusprechen. Niemand erkannte in dem imposanten, gut aussehenden Mann den gestrigen Säufer. Das Schicksal machte Mel ein Geschenk nach dem anderen. Dieses Mal erwartete ihn der Erfolg in seinem Privatleben. Er traf die charmante Zahnarzthelferin Robin Moore. Und das Paar lernte sich in Adeline kennen, wo der Schauspieler mit dem Theater auf Tour war. Aber es gibt auch eine andere Version, nach der die Bekanntschaft mit Hilfe einer Heiratsagentur zustande kam. Vielleicht wandte Gibson sich an professionelle Heiratsvermittler, weil er in seiner Jugend an einem Minderwertigkeitskomplex litt. Er hatte zahlreiche flüchtige Romane, kämpfte, trank und nahm an unangenehmen Geschichten teil. Nach einer dieser Schlägereien stand Mel vor der Schwelle des Todes, was zu einer ernsthaften Neuorientierung seines Lebens führte. 1980 schlossen Mel und Robin ihre Ehe. Die Ehe war wirklich stark, fast 30 Jahre lang.
und sie brachte der Welt 7 Kinder, 5 Söhne und 2 Töchter. Nachdem er in seiner Frau einen zuverlässigen Rückhalt gefunden hatte, eroberte Gibson weiter die Leinwand. 1981 spielte er erneut in die Hauptrolle in Millers Mad Max 2. 2 days ago I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Der Film kam bei dem Publikum gut an und wurde von den Kritikern als einer der besten Filme des Jahres gelobt. Mel selbst spielte bei den Dreharbeiten $120.000 ein. Zur gleichen Zeit kamen andere erfolgreiche Bilder auf die Leinwand. Militärdrama Gallipoli über die Nöte des Ersten Weltkriegs, für die Gibson 35.000 australische Dollar erhielt. Ein Actionfilm über den Zweiten Weltkrieg, Attack Force Z, die dem Schauspieler 1.000 australische Dollar einbrachte. Und das Melodrama The Year of Living Dangerously, in dem Gibsons Partnerin Sigourney River war. In den nächsten Jahren kam Gibson nach Hollywood und spielte in einer Reihe von erstklassigen Filmen mit. Im Jahr 1984 kam das Abenteuerdrama The Bounty, dann erschien der Schauspieler in dem Drama The River, das mit mehreren Oscar-Nominierungen ausgezeichnet wurde, und im Melodramen Mrs. Soffle. Die Berühmtheit des Schauspielers beschloss die japanische Brauerei Asahi auszunutzen und schloss mit Mel einen Vertrag über $1 Million ab, demzufolge der Schauspieler regelmäßig mit einer Dose Bier in der Öffentlichkeit erscheinen musste. Gibson erfüllte seine Verpflichtungen sehr verantwortungsvoll, trank am Tag 7 bis 8 Dosen hintereinander und lehnte auf die Vorschläge, das Getränk durch Tee oder Wasser zu ersetzen, stets ab. Vielleicht spielte das Gibson einen grausamen Streich, denn etwa zur gleichen Zeit wurde ihm für 3 Monate der Führerschein entzogen und wurde zu einer Geldstrafe von $400 verurteilt. 1985 kam der dritte Teil von Mad Max, in dem Gibson zum letzten Mal die Hauptrolle spielte. Mad Max Beyond Thunderdome wurde spektakulär und dynamisch und Mels Gage betrug bereits 1,2 Millionen australische Dollar. One hour. If you find him, what then? I'll ask him to return what's mine. Oh, of course, he'll be desperate to clear his conscience. He will be. You that good? Mel etablierte seine Position in Hollywood endgültig, indem er 1987 die Hauptrolle in dem mega populären Actionfilm Lethal Weapon spielte. 100.000! 100.000 dollars! Did you hear what he said? 100.000? I'm sorry, I can't afford that, not on my salary. Dieser Film brachte den Machern eine ganze Reihe von Auszeichnungen ein. Darunter den Oscar für den besten Soundtrack. Martin Riggs, dessen Bild Mel geschickt schuf, gehörte laut der Zeitschrift Empire zu den besten Filmfiguren. Für den Film, der auf DVD zu sehen war, wurde ein alternativer Anfang, den Protagonisten in einem weniger freundlichen Licht zeigt, und ein anderes Ende gedreht. Der Erfolg des ersten Teils veranlasste die Macher, auch die Fortsetzung zu drehen, und in der Zwischenzeit spielte Gibson in dem Krimi To Kill a Sunrise mit. Schon während der Dreharbeiten zu Lethal Weapon 2 im 1983 wurde klar, dass so eine schillernde Figur zu töten wirtschaftlich unrentabel war, und das ursprüngliche Drehbuch wurde verändert. Und insgesamt gibt es 4 Filme in diesem Franchise. Riggs, one more thing. What? You know what that says? Yeah, yeah. Same thing as that, but I don't give a... Wegen der Dreharbeiten in der Fortsetzung musste Mel die Rolle in dem Film Batman aufgeben. Allerdings war sein Spiel im ersten Teil so großartig und schenkte Gibson die Erfüllung seines Traums, und zwar die Rolle von Hamlet in der Verfilmung von Shakespeares Tragödie zu spielen. Die Szene von Riggs Selbstmordversuch erschütterte den Regisseur Franco Zeffirelli so sehr, dass er nur Mel in der Hauptrolle sah. Den Klassiker wollte keine große Firmengesellschaft finanzieren, also musste Gibson seine eigene organisieren, damit die Dreharbeiten trotzdem stattfinden. So entstand die Icon Production, unter deren Schirmherrschaft mehr als 20 Filme veröffentlicht wurden. Als Lobby für seine Firma nahm Mel Gibson ein Fragment der Ikone der Großmutter von Vladimir. Die frühen 90er Jahren brachten Gibson eine Menge Arbeit. Auf die Leinwand kamen Filme Bird on the Wire, Forever Young und militärische Actionfilm Air America. Für seine Arbeit erhielt er $7 Millionen. Im Jahr 1992 warteten die Fans eine Fortsetzung des Actionfilms über Martin Riggs. Der dritte Teil von Lethal Weapon war ein riesiger Kassenerfolg und brachte Gibson $10 Millionen ein. Es folgte die Western-Komödie Maverick, für die Mel Gibson eine noch höhere Gage von $50 Millionen erhielt. I might have said a gutless cheat, but never, cheat. Never a coward. Cheat! Never call a man a coward. I was teasing. Teasing? Teasing. Oh. I don't like being teased. Außerdem versuchte sich der ehrgeizige Australier als Regisseur und drehte seinen ersten Film, in dem er auch die Hauptrolle spielte. Das Bild The Man Without a Face brachte entgegen den Hoffnungen keinen Erfolg,
was man von der nächsten Kreation von Herr Gibson nicht behaupten kann. Ein Drama über den Kampf um die schottische Unabhängigkeit Braveheart. You tell your king that William Wallace will not be ruled, and nor will any Scot while I live. Der Beweis für die Anerkennung sind 10 Nominierungen für Oscar, 5 gewonnene, darunter Mel Gibson in der Kategorie Beste Regie. Darüber hinaus gewann er als bester Regisseur auch einen Golden Globe. Die Entstehungsgeschichte des Films ist mit vielen interessanten Fakten verbunden. So ist die Figur von Mel Gibson der Geschichte zufolge erst 20 Jahre alt, während der Schauspieler selbst zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt war. Ursprünglich war der Film viel grausamer, aber um die Altersgrenze zu senken, mussten viele umstrittene Szenen herausgeschnitten werden. Tierschützer hatten auch Fragen zu dem Film, die nicht glauben wollten, dass am Set kein einziges Pferd verletzt wurde. Gibson gelang es, sich aus dem Skandal herauszuzwingen, indem er nachwies, dass einige Pferde am Set mechanisch waren. Und im Jahr 2000 wurde das Schwert, das Gibson am Set benutzte, für $170.000 verkauft. 1995 versuchte sich Mel in Animationsgenre, indem er als Synchronsprecher von 2 Projekten, Casper und Pocahontas, teilnahm. Unmittelbar danach folgten 2 Thriller, für die Gibson $20 Millionen erhielt, Ransom und Conspiracy Theory. 1998 kommt Lethal Weapon 4 und Mel durchbricht erneut seine eigene Höchstgage und erhält für die Rolle $25 Millionen. Außerdem unterschrieb er einen lukrativen Werbevertrag mit der japanischen Firma Subaru und spielte die Hauptrolle in dem Werbespot, in dem eine rechtsgelenkte Limousine Legacy über die Straße von Stockholm und New York fährt. Mel selbst hat sich für ein anderes Modell entschieden und besitzt einen bescheidenen Toyota Cressida Limousine. Eine Jahrhundertwende sahen die Zuschauer Mel in dem Actionfilm Payback und im Krimi The Million Dollar Hotel. Und man konnte auch seine Stimme im Chicken Run hören. In Erinnerung geblieben ist den Zuschauern auch das historische Drama The Patriot, für das Gibson eine Gage von $25 Millionen erhielt. I understood you to be a patriot. If you mean by patriot, am I angry about taxation without representation? Well, yes I am. Bemerkenswert ist, dass auf Wunsch von Mel eine wesentliche Änderung am Drehbuch vorgenommen wurde. Zu den 6 in der Rolle vorgeschriebenen Kindern kam noch ein Kind, weil er selbst 7 Kinder hatte. Einen besonderen Platz in Mels Karriere nimmt natürlich der Film What Women Want. Have you ever considered dating a woman who wears real underwear? You know, the kind that covers the entire bottom the way it's supposed to. No, but if I ever do, should I give you a call? Als Fan praktischer Scherze und verschiedener Streiche spielt er brillant einen charmanten Liebhaber, der nach einem Strohschlag die Fähigkeit erhält, die Gedanken von Frauen zu hören. Die Komödie war ein durchschlagender Erfolg und spielte weltweit $374 Millionen in den Kinokassen ein, was ihr den 4. Platz in der Rangliste der erfolgreichsten Filme des Jahres 2000 einbrachte. Zur gleichen Zeit glänzte Mel Gibson an einem groß angelegten Pharmakrieg, der von den Behörden des US-Gesundheitsministeriums entfesselt wurde. Die versuchte, die Verwendung von Vitaminen für Amerikanern einzuschränken. Als Protest spielte Gibson die Hauptrolle in einem Video, in dem sein Haus von SWAT-Team gestürmt wird. Der Schauspieler, der in einem Hausmantel ein Glas mit Vitamin C hat, erklärt den Einsatzkräften, es sind ja nur Vitamine. In den 2000er Jahren drehte Gibson nicht mehr so aktiv wie im letzten Jahrzehnt. Mit seiner Beteiligung kamen die Filme Signs und We Were Soldiers, die ihm insgesamt $50 Millionen einbrachten. Das Detektivmusical The Singing Detective und die Serie Complete Savages. Mel verwendete immer mehr Energie und Ressourcen für seine eigenen Projekte auf, bei denen er auf dem Regiestuhl sitzt. Ein echtes Ereignis in der Welt des Kinos war sein Film The Passion of the Christ, der 2004 in die Kinos kam. Der Film schockierte die Öffentlichkeit, da er die letzten 12 Stunden des Lebens von Jesus Christus erzählt. Da werden alle Dialoge im rekonstruierten Aramäisch, Hebräisch und Latein geführt. Gibson selbst verkündete nach der Veröffentlichung, dass der Autor der Heilige Geist ist und er nur ein Leiter ist, und er spendete sogar $100 Millionen an die katholische Kirche. Die Dreharbeiten waren extrem schwierig. Der Darsteller der Hauptrolle wurde ständig von Verletzungen heimgesucht, unter anderem wurde er vom Blitz getroffen. Um die Sicherheit zu erhöhen, wurde beschlossen, auf Computergrafik zu verzichten und die gesamte Arbeit den Maskenbildern anzuvertrauen, was 10 Stunden Anspruch nahm. Darüber hinaus erhielt der Schauspieler, der Jesus spielte, mehrmals versehentlich echte Peitschenschläge und trug keine Requisite, sondern ein echtes Kreuz mit einem Gewicht von 70 Kilo. Dank dieser selbstlosen und akribischen Vorgehensweise wurde der Film zu einem grandiosen Werk. Die gesamte Öffentlichkeit war schockt, einschließlich des Papst Johannes Paul II., der das Werk lobte. Und Gibsons Tochter Hannah war so beeindruckt, dass sie den Wunsch äußerte, Nonne zu werden. Es überrascht nicht, dass der Film an den Kinokassen phänomenale Einspielereignisse erzielte, und zwar $609 Millionen. Was ihm immer noch einen Platz unter den 10 umsatzstärksten Filme in der Kategorie 70+ sichert. Nach den Dreharbeiten beschloss Mel, für $50 Millionen eine 22 Quadratkilometer große tropische Insel mit dem Namen Mango zu kaufen.
Er erklärte, dass er die Insel in ihren ursprünglichen Zustand für Erholungszwecke erhalten wolle und erhielt seine Worte. Auf den Satellitenbildern sind nur eine unbefestigte Landebahn, Mel Gibsons Anwesen im Norden der Insel und die Häuser der Anwohner zu sehen, deren der Schauspieler Gehalt zahlt. Das nächste große Projekt für die Filmgesellschaft Icon war der mystische Film Apocalypto, der auf dem historischen Epos und den Legenden von Maya-Stamms basiert. Gibson fungierte als Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Wie bei seinem ersten Film bemühte sich Mel Gibson um Echtheit und verzichtete auf den Einsatz von Computergrafiken. Der Film wurde hauptsächlich in der mexikanischen Stadt Veracruz gedreht und die Stufenpyramiden sind nachgebaute Modelle der echten Pyramiden. In den Filmen erscheinen die Maya als äußerst grausame Menschen, was von vielen Historikern negativ aufgenommen wurde. Und Vertreter einer der ethnischen Gemeinschaften reichten eine Beschwerde bei der Menschenrechtskommission des Staates Yucatan ein. Zur gleichen Zeit kam es zu einem lauten Skandal, als Mel erneut wegen Krankheit am Steuer verhaftet wurde. Diesmal verhielt er sich wirklich komisch und rief antisemitische Parolen. Dieser Skandal hätte Gibson fast einen Ruf gekostet. Aber er kam noch einmal davon, indem er sich öffentlich entschuldigte und sich auf eine Art Blackout berief, der ihm manchmal überkommt. Nach diesem Vorfall trat Gibson 10 Jahre lang in den Hintergrund und drehte keine Filme mehr. Mel träumte von Abgeschiedenheit und kaufte 2007 ein 162 Hektar großes Anwesen an der Küste von Costa Rica. Diese malerische Gegend war ihm schon lange aufgefallen, als er nach einem Drehort für seinen Film Apokalypse suchte. Und er scheute keine Kosten und gab 26 Millionen Dollar dafür aus. Die Ranch ist von einem Regenwald umgeben und hat charmanten Innenhof. Das Haus verfügt über mehrere Schlafzimmer im klassischen Kolonialstil, Esszimmer mit überwiegendem Holzinterieur und einem Swimmingpool auf dem Grundstück. Er wollte das Haus für 35 Millionen Dollar verkaufen. Schließlich ist Herr Gibson nicht nur ein guter Schauspieler, sondern auch ein guter Geschäftsmann, der viel von Handel versteht. Im Jahr 2007 verkaufte er sein anderes Anwesen in Connecticut für 40 Millionen Dollar, das er 1994 für 9 Millionen Dollar gekauft hatte. Dieses beinahe Schloss mit 15 Schlafzimmern umgibt einen atemberaubend schönen Garten. Und die Innenausstattung des Wohnzimmers mit Kamin, einer Bibliothek und einem Esszimmer ist auffallend reich und charmant altmodisch. Eine Kreativitätspause und der Kauf einer Immobilie lassen sich jedoch mit einer sehr schweren Situation im Privatleben des Schauspielers erklären. Im Frühjahr 2009 sickerten Gerüchte durch, dass Mels starke Familie zusammenbricht. Angeblich haben die Eheleute seit 3 Jahren nicht mehr zusammengelebt. Bald kam Gibson zur Premiere des Films X-Men Wolverine mit der Pianistin und Sängerin russischer Herkunft, Oksana Grigorieva. Sie lernte Gibson während der Dreharbeiten zu einem der Filme kennen und schon bald wurde der charmante Schauspieler der Produzent ihres Musikalbums. Es gibt die Version, dass die Bekanntschaft nicht zufällig zustande kam, sondern dank eines in bestimmten Kreises bekannten Kupplers, Peter Listerman, aber dafür gibt es keine Bestätigung. Nach der gemeinsamen Veröffentlichung und der Nachricht, dass Oksana im 4. Monat schwanger ist, reichte Robin die Scheidung ein und verklagte ihren Mann auf die Hälfte seines Vermögens, auf 850 Millionen Dollar. Darüber hinaus ist Mel bis zu seinem Lebensende verpflichtet, die Hälfte seiner Einnahmen an seine Ex-Frau abzuführen und wenig später hinterließ die 2 Villen in Malibu in Gesamthöhe von 22,5 Millionen Dollar. Generell ist die Höhe der Abfindung der Scheidung von Gibson eine der größten in der Geschichte von Hollywood. Im Oktober 2009 brachte Oksana eine Tochter zur Welt, die für den Schauspieler das 8. Kind wurde. Die Familie zog zusammen mit dem Neugeborenen Anna Lucia in eine 11,5 Millionen teure Villa in Malibu, die Mel von seinem Freund David Duchovny gekauft hatte. Doch das Familienleben funktionierte nicht und nach 6 Monaten trennte sich das Paar und einige Monate später erzählte Grigorieva der Polizei, dass sie von Gibson körperlich misshandelt wurde. Gegen Mel wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das für ihn mit einer Bewährungsstrafe von 3 Jahren, einer Geldstrafe von 400 Dollar und einem Annäherungsverbot für die gesamte Tochter endete. Das Gericht ordnete außerdem an, dass er seiner Lebensgefährten eine Entschädigung in Höhe von 750.000 Dollar und monatlich 40.000 Dollar zu zahlen hatte und das bis das Kind 18 Jahre alt wird. Oksana erhielt außerdem ein Haus in Sherman Oaks, das Gibson 2009 für 2,4 Millionen Dollar gekauft hatte. Das Gericht legte Mel auch die Kosten für den Unterhalt des Hauses auf, doch das war der Frau nicht genug. Und sie veröffentlichte im Netz Auszeichnungen eines Telefongesprächs mit Mel, in dem er sich rassistische Ausbrüche erlaubt. Dies kostete dem Schauspieler fast seine Karriere und seinen guten Ruf. Viele Leute wandten sich von ihm, aber nicht Jodie Foster, Robert Downey Jr., Robert Rodriguez und Sylvester Stallone. Sie halfen dem Schauspieler und dank Rodriguez und Stallone trat er später in den Filmen Machete Kills, in dem er zum ersten Mal einen Bösewicht spielte, und Expendable 3. Du denkst, ich bin joking. I'm not joking. You should see me when I'm angry. You'd be very impressed. Then very dead. Infolge des großen Skandals verzögerte sich die Arbeit an dem Actionfilm Get the Gringo und das störte die Premiere der exzentrischen Tragikomödie The Beaver,
die im Dezember 2010 in Erwartung einer Oscar-Nominierung Premiere haben sollte, aber erst im Mai 2011 veröffentlicht wurde. Die Premiere war kein Erfolg. Der Film scheiterte an den Kinokassen. Zu allem Überfluss geriet der Schauspieler 2010 auch noch in einen Autounfall, bei dem er in seinem Maserati in einen Felsen auf einer Straße in Malibu prallte. Glücklicherweise wurde Gibbs nicht verletzt, aber sein Auto musste abgeschleppt werden. Dann beschloss der Schauspieler, auf ein demokratisches Elektroauto Smart umzusteigen, das er seit vielen Jahren fährt. Mel versuchte, sich in einer neuen Romanze zu vergessen. Und 2012 wurde seine Beziehung mit der Sportlerin Ashton Kutcher bekannt, aber die Verbindung ging schnell in Brüche. Die nächste Etappe in Mels Leben kam dann als Neustart bezeichnet werden. Völlige Stille sowohl in seinem Privat- als auch in seinem Berufsleben. Erst 2016 wartete Gibson auf ein Tauwetter. Der Actionfilm Bloodfather kam in die Kinos. Mel veröffentlichte den Film Hacksaw Ridge, der ihm eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Beste Regie einbrachte. Und es wurde bekannt, dass seine neue Freundin Rosalind Ross ihm ein neuntes Kind schenken wird. Am 20. Januar 2017 brachte das Paar einen kleinen Jungen zur Welt, den sie Lars Girard nannten. Damit liegt Mel in der Rangliste der zahlreichsten Väter nach Charlie Chaplin, der 11 Kinder hatte, an zweiter Stelle. Aber etwas deutet darauf hin, dass Gibson noch um den ersten Platz kämpfen wird. In den letzten Jahren hat Gibson als Schauspieler in Filmen wie Dragged Across Concrete, Boss Level, Force of Nature, Dangerous und Daddy's Home 2 mitgewirkt. Why does a duck have feathers? Why? To cover up his butt quack. Hey, kids, I got a good one for you. Two dead hookers wash up hey, on the shore. Hey, 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 whoa, shut up. Am bemerkenswertesten ist das 2018 erschienene Drama The Professor and the Madman, an dem ganze 17 Jahre lang gearbeitet wurde. Dabei wurden die Dreharbeiten von Skandalen und Rechtsstreitigkeit begleitet. So verhängte die Filmgesellschaft Voltage Pictures, die den Film produzierte, ein Drehverbot für das britische Oxford. Als Gründe wurden Budgetüberschreitungen und Zeitmangel für die Dreharbeiten genannt, die daraufhin nach Irland verlegt wurden. Wütender Gibson konnte eine solche Verhöhnung seines Films nicht verzeihen und versuchte, den Film gerichtlich zu verbieten. Aber es gelang ihm nicht und er beteiligte sich nicht an der Werbekampagne. Im Jahr 2020 fand die Premiere der Actionkomödie Fat Man statt, in der der Schauspieler die Hauptrolle spielte. Remember when my bacon went through the vegan sugar-free phase? Oh, yeah. I was lucky to survive it. Must have lost 12 pounds. Im Jahr 2021 trat Gibson in den Actionfilmen Agent Game, Dangerous und Last Looks auf. Und im folgenden Jahr konnten die Zuschauer den Schauspieler in den Filmen Fantasy, On the Line, Hot Sea, Panama und Bandit sehen. Nach allen Gerichtsverfahren und Alimenten beläuft sich das Vermögen von Mel Gibson auf 425 Millionen Dollar. Und nach Berechnung einiger offenen Quellen erhielt Mel nur für den Film The Passion of the Christ eine Rekordsumme von 450 Millionen Dollar, nachdem er 30 Millionen Dollar seiner persönlichen Ersparnisse investiert hatte. Nach den neuesten Daten sitzt Mel nicht untätig. Er wurde Regisseur von Lethal Weapon 5. Es ist auch bald geplant, eine Miniserie The Continental, wo er die Hauptrolle spielen wird, zu veröffentlichen. Und die wichtigste Intrige des nächsten Jahres wird die mögliche Veröffentlichung des zweiten Teils des epochalen Films über das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. The Passion of the Christ Resurrection, wo Gibson als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent fungiert wird. Wir haben versucht, ihn dem brillanten Schauspieler, talentierten Regisseur und außergewöhnlichen Menschen Mel Gibson so nah wie möglich zu zeigen. Glauben Sie, dass er es schaffen wird, die Welt mit neuen Meisterwerken wie Braveheart und The Passion of the Christ zu über... Julia Roberts, wie lebt Pretty Woman und was aus ihr jetzt geworden ist? Die zukünftige Ikone der romantischen Komödien wurde am 28. Oktober 1977 in Smyrna, Georgia geboren. Julia Fiona war das dritte Kind in der Familie. Sie hat einen älteren Bruder, Eric Roberts, und eine Schwester, Lisa, die auch für eine Schauspielerkarriere sich entschieden haben. Alle Sprösslinge der Familie Roberts hatten nicht zufällig so ein großes Interesse an der Leinwand. Ihre Eltern hatten einen kreativen Beruf. Der Vater, Walter Graby Roberts, war sowohl Wassermatratzenverkäufer als auch Schauspieler und Schriftsteller. Und Julias Mutter, Betty Lou, war Sekretärin einer Kirche und arbeitete nebenberuflich als Schauspielerin. Die beiden hatten eine Schauspielschule und befanden sich zur Geburt ihres Kindes in einer schwierigen finanziellen Lage. Zufälligerweise besuchten die Kinder von Martin Luther King ihre Schule. Er bezahlte die Krankenhausrechnung für Julias Mutter in der Entbindungsklinik als Dank für die Aufmerksamkeit für seine Erben. 1971, als Julia 4 Jahre alt war, reichte Betty Lou die Scheidung ein. Und im folgenden Jahr zog sie schon in ein neues Haus und heiratete einen Theaterkritiker Michael Motes, mit dem sie eine Tochter Nancy hatte. 1983 brach auch diese Ehe zusammen. Bettys bezeichnete ihre zweite Ehe als einen großen Fehler, da ihr Mann die Kinder aus ihrer ersten Ehe nicht mochte und sie sogar körperlich misshandelte.
Julia selbst hat als Erwachsene aus Respekt vor ihrer Mutter und Stiefschwester nie öffentlich über ihre schwierige Kindheit gesprochen. Der Bruder der Schauspieler, Eric, verriet später, dass ihr Stiefvater ein Monster war und ihnen das Leben zur Hölle machte. Nach der zweiten Scheidung der Mutter mussten die Kinder arbeiten gehen, weil sie wieder Geldprobleme hatten. Julia arbeitete seit dem 13. Lebensjahr als Kellnerin in einem Pizzaladen und besuchte die Griffin High School und das Campbell College. Sie spielte gern Klarinette und nahm an einem lokalen Schönheitswettbewerb teil, den sie allerdings nie gewann. Die Mitschüler hielten sie jedoch für hässlich und hänselten sie wegen ihrer Statur, ihres großen Mundes und ihrer Magerkeit. Die Schauspielerin selbst ist zu ihrem Aussehen auch sehr kritisch, obwohl sie ständig in verschiedenen Toplisten der schönen Frauen der Welt dabei ist. Roberts sagt, sie habe Beine wie eine Heuschrecke, Pferdezähne und Stroh anstelle von Haaren. Trotzdem ist sie gegen Schönheitschirurgie und mag weder Make-up noch auffällige Kleidung. Dazu, dass Julia Roberts Schauspielerin wurde, trug ihr Bruder Eric seinen Teil bei, dessen schauspielerische Erfolge die junge Julia so beeindruckten, dass sie selber begann, in Amateurproduktionen mitzuwirken. Eigentlich wollte sie Tierärztin werden, da sie sehr tierlieb war, aber nach der Schule entschied sie sich für die Georgia State University und zog zu ihrer Schwester nach New York, um sich als Schauspielerin zu versuchen. Dort unterschrieb sie einen Vertrag mit ihrer Modelagentur und begann Schauspielerunterricht zu nehmen. Nebenbei übte die junge Schauspielerin ihre Aussprache, denn der südliche Akzent war im Kino nicht so willkommen. Bald gab aber sie ihren Schauspielerunterricht auf, weil sie keine weiteren Fortschritte sah und begann Probeaufnahmen zu besuchen. Sie musste ihren Geburtsnamen Julia in Julia ändern. Denn als sie in die US-amerikanische Schauspielvereinigung Screen Actors Guild eintrat, war schon eine andere Schauspielerin als Julia Roberts registriert. Der nächste Schritt zum Erfolg war eine Reise nach Hollywood, um ihren Bruder zu besuchen, der bereits erfolgreich in Filmen mitspielte. Da erlitt sie aber die erste große Enttäuschung. Die amerikanische Filmindustrie brauchte keine weiteren Provinzschauspieler und das noch mit einem eigenartigen Lächeln. 1987 bekam sie nur eine kleine Rolle in der Fernsehserie Crime Story und in den Film Firehouse. Anfangs wurde Julia von ihrem Bruder unterstützt und er lud sie sogar ein, eine kleine Rolle als Schwester seiner Figur in Actionfilm Blood Red zu spielen. Der Film kam 3 Jahre nach den Dreharbeiten raus. Doch bald hatte er keine Lust mehr, auf seine kleine Schwester aufzupassen und sagte ihr, dass es an der Zeit sei, dass sie wieder auf eigenen Füßen stehe. Wer weiß, vielleicht wäre sie nicht so erfolgreich, wenn sie einen Tritt in den Hintern nicht bekommen hätte. Aber die junge Julia wertete das als Verrat und hörte danach auf, mit ihrem Bruder zu reden. Später rächte sie sich an ihm, indem sie seine Ex-Frau bei ihrem Rechtsstreit unterstützte. Boulevardzeitungen berichten bis heute, dass ihre Beziehung bis heute nicht so gut ist. Nachdem sie ihre Assistenten verloren hatte, entwickelte Julia ihre schauspielerische Fähigkeiten weiter, indem sie sich in einem Tanzstudio anmeldete und verschiedene Instrumente lernte. Bereits ohne Hilfe ihres Bruders erhielt die Schauspielerin die Hauptrolle in der Fernsehserie Miami Vice. Im Film Satisfaction spielte Julia eine junge Frau, die in einer Rockband spielt. Für diese Rolle hat sie gelernt, Schlagzeug und Bass zu spielen. Bei den Dreharbeiten lernte Julia Liam Neeson kennen, mit dem sie eine Affäre hatte. Roberts war damals 19 und Liam war 35 Jahre alt. Sie waren nicht lange zusammen und trennten sich bald, als Julia gleich nach dem Beginn des gemeinsamen Lebens sagte, sie sei nicht bereit für eine Familie und zog sofort aus. Im Jahr 1988 wurde die Schauspielerin zu einer Rolle in der Komödie Mystic Pizza eingeladen, für die sie ihr blondes Haar schwarz färben lassen musste. Für diese Rolle erhielt sie $50.000. Und nach dem Film Steel Magnolias begannen Kritiker und das Publikum sie als eine von vielversprechendsten Schauspielerinnen Amerikas zu bezeichnen. My reception, ferns, dancing, tons of people, every pink flower west of the Mississippi, wedding cake in the dining room and the groom's cake. In diesem Film spielt ja Julia eine kleine, aber eine einprägbare Rolle als Diabetikerin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitete. Der Film war ein großer Erfolg und nahm $80 Millionen ein. Roberts erhielt für ihre Rolle $90.000, einen Golden Globe und eine Nominierung für den Oscar in der Kategorie Beste Nebendarstellerin. Sie lernte am Set einen neuen Freund kennen, Dylan McDermott, der seine Geliebte einen Heiratsantrag machte, aber die Hochzeit fand nie statt. 1990 spielte Julia im Film Flatliners mit, der der Schauspielerin $500.000 und einen neuen Freund einbrachte, Kiefer Sutherland, mit dem sie sogar verlobt war. Der Schauspieler war der Grund für Julias Trennung mit ihrem letzten Freund. Ihre Hochzeit wurde die Hochzeit des Jahres genannt. Zur gleichen Zeit trafen aber die Boulevardzeitungen Julia mit Kiefers engem Freund Jason Patrick an. Diese Hochzeit fand auch nicht statt, denn Julia löste die Verlobung 3 Tage nach der Zeremonie auf und rannte mit dem Freund des Bräutigams nach Irland weg, was ihr den Spitznamen Runaway Bride einbrachte, den sie auch mehrmals bestätigte, indem sie die Beziehungen abrupt beendete. In demselben Jahr spielte Julia Roberts in Hauptrolle in Pretty Woman, dem Lieblingsfilm vieler Frauen. Oh, honey.
You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. Es ist eine der berühmtesten romantischen Komödien, die zu einem zeitlosen Klassiker geworden ist. Der Originaltitel des Filmes lautet $3000, weil dies der Betrag war, den die Hauptfiguren aushandelten. Die Hauptfigur Vivian, gespielt von Julia, sollte eigentlich drogensüchtig sein und am Ende des Films entweder an einer Überdosis sterben oder mit ihrem Freund nach Disneyland fahren. Aber der Regisseur überarbeitete alle düsteren Szenen und fügte ein Happy End hinzu. Während der Vorbereitung für die Dreharbeiten war Julia die ganze Zeit bei der Frau des Regisseurs Jerry Marshall, die eine kostenlose Klinik an Hollywood Boulevard betrieb, um zu lernen, sich wie Vivian zu verhalten. Was interessant ist, dass die junge Schauspielerin bei den Dreharbeiten bei einer intimen Szene mit Richard Gere so nervös war, dass ihre Vene auf der Stirn hervortrat. Diese war im Bild zu sehen, so dass der Regisseur Gere die Stirn der Schauspielerin massieren musste. Und in der Szene, in der sich die Heldin alte Komödien ansieht, mussten sie Julia an den Fersen kitzeln, um ein echtes Lachen vor der Schauspielerin zu bekommen. Bei der Dreharbeiten war Julias Hund dabei, der romantische Szenen zwischen seiner Besitzerin und Gere nicht mochte und bellte. Die Szene musste mehrmals neu gedreht werden. Außerdem hatte die Schauspielerin einen sehr vollen Terminkalender und Roberts hatte einfach keine Zeit zum Essen. Schließlich wurde ihr schlecht und sie fiel in Ohnmacht. Hier half Marshall ihr wieder und fütterte sie mit Thunfisch. Ein weiterer lustiger Fakt: auf dem Plakat von Pretty Woman ist nur der Kopf von Julia zu sehen. Ihr Körper gehört einem Double. Roberts schien keine Zeit für Shootings gehabt zu haben. Pretty Woman war weltweit ein großer Erfolg und obwohl Kritiker den Film ein wenig kühl empfanden, nahm er allein in den USA rund $180 Millionen ein und brachte Roberts eine zweite Oscar-Nominierung in der Kategorie Beste Schauspielerin und ihren zweiten Golden Globe ein. Ihre Gage für den Film betrug $300.000. Roberts Erfolg hat sie zu einer echten Filmstar gemacht und dazu beigetragen, die Gagen zu erhöhen. 1991 kam der Thriller Sleeping with the Enemy heraus, für den sie $1 Million erhielt. Die 23-jährige Julia wurde die jüngste Schauspielerin, die eine siebenstellige Gage bekam. Listen, it's only one more thing I'm gonna ask. Only one thing I wanna know. Do you have a name? In demselben Jahr folgte der Film Dying Young, für den sich die Julia lange Haare wachsen ließ und eine Gage von $3 Millionen erhielt. Und die Geschichte von Peter Pan Hook, für die die Schauspielerin $7 Millionen bekam. Dann hatte die Schauspielerin eine kurze Affäre mit James Foley. Später spielte die Schauspielerin in Filmen The Player und im Thriller The Pelican Brief, der ihr $8 Millionen einbrachte. You mean you skipped class and ignored me for a week and now you're throwing it away? Let me see it. Don't laugh. It was ludicrous of me to think that I could solve it. Die Rolle der Darby Show wurde eigens für Julia Roberts geschrieben und sie nahm die Rolle sofort an, nachdem sie das Buch gelesen hatte. Im selben Jahr machte Julia den Country-Sänger Lyle Lovett, mit dem sie erst ein paar Wochen zusammen war, einen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand statt, aber das Paar lebte nur 2 Jahre lang zusammen und ließ sich friedlich scheiden. Als nächstes kam ein Actionfilm mit Elementen von Melodrama und Komödie, Isle of Trouble, im Jahr 1994 raus. Interessanterweise scherzte die Hauptfigur im Film über Sabrina, die Figur von Roberts, und sagte, dass er den Artikel mochte, in dem sie eine Prostituierte darstellte, was eine Anspielung auf den Film Pretty Woman war. In den folgenden Jahren spielte Julie in den Film Pret-a-Porter, Something to Talk About, Everyone Says I Love You, Michael Collins und Mary Reilly, die der Schauspielerin $8.5 Millionen einbrachten. 1996 wirkte Julia in der berühmten und hochgelobten Serie Friends mit. Am Set begann ihre Beziehung mit Matthew Perry. Da der Schauspieler jedoch Drogen nahm, was für Julia nicht akzeptabel war, trennten sie sich sehr schnell. Excuse me. Nah. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. Julia fand bald ihre Liebe wieder, und zwar war es der Schauspieler Daniel Day-Lewis, mit dem sie Shakespeare in Love spielen sollte. Sie trafen sich mehrmals in London, aber als der Schauspieler die Rolle ablehnte, endete ihre Beziehung. Die liebreiche Schauspielerin hatte in diesem Jahr auch Romanzen mit Ethan Hawke und dem Personal Trainer Pat Minuccia, die genauso schnell endete. 1997 erschienen gleich 2 Filme, die Wohlstand von Julia Roberts deutlich verbesserten.
Conspiracy Theory mit einer Gage von 11 Millionen Dollar und das Melodrama My Best Friend's Weddings, das der Schauspielerin 12 Millionen Dollar einbrachte. Die Schauspieler für diesen Film suchte Julia persönlich aus und nahm Cameron Diaz und Dermot Mulroney. Right off, I have this monstrous favor to ask you. Excuse me? My best friend Angelique shattered her pelvis line dancing in Abilene over spring break. Be my maid of honor? Es war eine richtig gute Zeit für Roberts. Die Filme, in denen sie mitspielte, waren ein großer Erfolg und jede wollte sie für die Hauptrolle haben. Bald hatte die Schauspielerin einen neuen Verehrer, Benjamin Bratt. Wie Julia zugab, verliebte sie sich auf den ersten Blick in den hübschen Dunkelhäutigen, als sie ihn auf der Straße sah. Das Paar war 4 Jahre lang zusammen und die Medien gaben dem Mann sogar den Spitznamen Mr. Roberts. 1998 trat die Schauspielerin in die Fernsehserie Murphy Brown und im Film Stepmom auf und ein Jahr später in einer Folge von Law & Order. Im Allgemeinen war 1999, was sowohl Gagen als auch Filme angeht, sehr erfolgreich. Die Schauspielerin spielte zusammen mit Hugh Grant die Hauptrolle in dem Melodrama Notting Hill. Da zeigte sie ihr Improvisationstalent, eine Szene, in der Anne Roberts Figur in einem Restaurant einer Gesellschaft rüpelhafter Männer ausschimpft, gab es nicht im Drehbuch. Interessant ist, dass das Honorar, das Julias Figur für den letzten Film erhielt, dem Betrag entspricht, den Julia selbst für die Hauptrolle in Notting Hill bekam, 50 Millionen Dollar. Over 4 TRSs and tell them we need radar feedback before the KFTs return at 1900. Then inform the Pentagon we'll need Black Star cover from 1000 through 1215. And if you say one word about how many mistakes I made in that speech, I'll pelt you with olives. Für diese Arbeit wurde Julia für einen Golden Globe nominiert. Dann kam ein weiterer Film, in dem die Schauspielerin sich selbst gespielt hatte. Das war Runaway Bride. I don't know. I don't even want to talk about it. Me neither. Bei den Dreharbeiten arbeitete Julia mit dem bekannten Regisseur Harry Marshall zusammen. Ihm gefiel das Schnabeltiergesicht, mit dem Robert seine Enkelkinder unterhielt, so dass er sie in den Film einfügte. Die Schauspielerin erklärte sich bereit, im Film mitzuwirken, nur unter Bedingung, dass es um einen Film ohne Fortsetzung handeln würde, da sie keine Lust hatte, in der Fortsetzung mitzuspielen. 2000 kam der Film in die Kinos, der ein echter Triumph für Julia war, Erin Brockovich. I'm doing this for us. I know it's hard for you to understand, but... Don't you want Mommy to be good at her job? Er wurde ein Klassenschlager und brachte der Schauspielerin Oscar, einen BAFTA und ihren dritten Golden Globe ein, sowie den Screen Actor Guild Award. Die Gage war damals einmalig 20 Millionen Dollar, sodass Roberts die erste Schauspielerin wurde, die 20 Millionen Marke überschritt. Julia ist Linkshändlerin, ihre Figur aber nicht, sodass die Schauspielerin am Set einige Schwierigkeiten hatte, zum Beispiel beim Unterschreiben von Papieren. Es ist bekannt, dass die Schauspielerin bei der Oscarverleihung eines der teuersten Kleider trug. Es kostete fast 100 Millionen Dollar. Im folgenden Jahr lernte Judy am Set von Mexican ihren heutigen Ehemann Daniel Mauder kennen, einen Kameramann, der damals verheiratet war. Judy erhielt für den Film 5 Millionen Dollar. Da erschien Ocean's 11 mit einer Gage von 10 Millionen. You're 30 seconds late. I was about to send out a search. Hello, Tess. What are you doing here? Und America's Sweethearts, in dem Julia die Hauptrolle zugunsten einer Nebenrolle aufgab, was sie aber nicht daran hinderte, 50 Millionen Dollar zu verdienen. 2002 heirateten Mulder und Roberts, was für alle überraschend kam. Es wurde sogar behauptet, Roberts habe Daniels Ex-Frau eine beträchtliche Summe Geld bezahlt, damit sie einer schnellen Scheidung zustimmte. Über die Hochzeitszeremonie ist wenig bekannt. Julia trug ein rosa Baumwollkleid und Mulder ein Hemd mit Kräuselbesatz. Die Schauspielerin gab später zu, dass sie und Danny sich kurz vor der Hochzeit Tattoos mit Initialen voneinander stechen ließen, die Buchstaben aber an einem Ort platziert, an dem sie keiner sehen kann. Später ließ sich das Paar in einem 9,5 Millionen Dollar teuren Luxusvilla in Malibu nieder, die auch über einen Tennisplatz verfügt. In demselben Jahr spielte Julia in den Filmen Full Frontal, Grand Champion und dem Regiedebüt von George Clooney Confessions of a Dangerous Mind. Sie spielte aus freundschaftlichen Gründen für einen symbolischen Betrag für 250.000 Dollar. Der nächste Film, der 2003 in den Kinos kam und der der Schauspielerin 25 Millionen Dollar einbrachte, war das Drama Mona Lisa Smile. Joe. Hello. How are you? Great. Thank you so much for this. You're a pal. It's a pleasure. Your timing is perfect. Dann kam die Fortsetzung von Ocean's 12, die Roberts 5 Millionen Dollar reicher machte. Is Karl Marcus
and have him get a hold of Louise so okay. We can make arrangements to send someone down there to get it. He's home now, right? Oh. Mark. Die Schauspielerin war während der Dreharbeiten des Films mit Zwillingen schwanger. Danach kam der Film Closer mit einer Gage von 20 Millionen Dollar raus. In diesem Jahr 2004 brachte Judy einen Jungen, Phineas Walter, und ein Mädchen, Hazel Patricia, zur Welt. Die Schauspielerin wurde von den Ärzten gewarnt, dass es wegen einer schlechten Durchblutung ein hohes Risiko für den Tod bei der Geburt gibt. Zum Glück gab es aber keine Probleme. 2006 schloss Roberts einen Vertrag mit dem berühmten Designer Geoffrey Ferré ab und spielte die Hauptrolle in seiner Werbung für eine neue Sonnenbrillenkollektion. Die Schauspielerin erhielt dafür 5 Millionen Dollar. Nach einer kurzen Pause im Jahr 2006 synchronisierte Julia die Animationsfilme Charlotte's Web und Aunt Bully. Dann folgte der Film Charlie Wilson's War, für den die Schauspielerin für die Golden Globe nominiert wurde, und Fireflies in the Garden, dessen Kameramann Julia Ehemann Daniel war. In diesem Film spielte Julia die Mutter von Ryan Reynolds' Figur, obwohl sie im wahren Leben nur 9 Jahre älter als ihr Filmsohn ist. Aber die Schwangerschaft auf dem Bildschirm war echt und bald bekam die Familie einen kleinen Sohn, Henry. Die Schauspielerin machte eine kurze Pause und spielte schon 2009 eine Hauptrolle in Duplicity mit und erhielt für den Film 50 Millionen Dollar. Und ein Jahr später in Valentine's Day, der weitere 3 Millionen brachte. In demselben Jahr erschien ein weiterer Bestseller, das biografische Melodrama Eat, Pray, Love. I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. Die Rechte an der Verfilmung des gleichnamigen Romans kaufte Roberts selbst und spielte darin die Hauptrolle. Übrigens gab die Schauspielerin nach den Dreharbeiten in einem Interview zu, dass sie wie ihr Mann Hindu ist und dass die ganze Familie regelmäßig Hindu-Tempel besucht. 2009 wurde ein Werbespot für die Kaffeemarke Lavazza mit Julia in der Hauptrolle veröffentlicht. Die Schauspielerin erhielt 1,2 Millionen Euro für eine wortlose Rolle in dem 45-sekündigen Video. Zur gleichen Zeit wurde Roberts als Gesicht von Lancôme angekündigt. Der Schauspielerin würde ein einzigartiger Vertrag angeboten, 5 Jahre Zusammenarbeit und 50 Millionen Dollar. Im darauffolgenden Jahr spielte die Schauspielerin die Hauptrolle in der romantischen Komödie Love, Wedding, Marriage und war im Film von Tom Hanks, Larry Crane, zu sehen. 2012 spielte sie die böse Königin in der Familienfantasy Mirror Mirror. Bread is meat, less is more, bla bla bla, commoners love a good metaphor. Just go sell it. Bread is meat. Ursprünglich war Roberts, wie sie in einem Interview zugab, 1000%ig gegen diesen Film und hielt es für eine schreckliche Idee, ihn zu drehen. Aber nach einem Treffen mit dem Regisseur änderte sie ihre Meinung. Die Schauspielerin sagte, dass ihre Kostüme sehr schwer waren und es schwierig machte, sich zu bewegen. Und dass sie sich sogar einen Muskel zerrte, als sie sich zu schnell umdrehte und die Dreharbeiten unterbrochen werden mussten. Außerdem versteckten sich die Kinder der Schauspieler unter den voluminösen Ballkleidern und zwischen den Aufnahmen beschloss Julia, sie wegzunehmen, damit sie die Rede ihrer Figur nicht hörten und sich nicht erschrecken konnten. Obwohl sich die Kinder den Film sehr gerne anschauen wollten, bekamen sie ihn nicht so oft gezeigt, damit sie das Bild ihrer Mutter nicht als abstoßend empfanden. Übrigens war die Verwandlung von Roberts in eine alte Hexe mit einem vergifteten Apfel bis zur Veröffentlichung des Films ein streng gehütetes Geheimnis. Zu dieser Zeit kam es in der Familie der Schauspielerin zu einer Tragödie. Julias Schwester Nancy starb. Todesursache war Drogenmissbrauch. Und neben der Leiche wurde ein Abschiedsbrief gefunden, in dem Nancy auf 3 Seiten ihre Beziehung mit ihrer Halbschwester ausführlich beschrieb und Julia für den Selbstmord verantwortlich machte. Sie beschuldigte die schöne Schwester, ein physisches Trauma zu verursachen, indem sie sich über ihre übergewichtige Schwester lustig machte. 2013 schloss sich Julia dem Wohltätigkeitsprogramm von Gucci an, das sich auf das Problem des schädlichen Rauches beim Kochen konzentrierte. Die Schauspielerin hat vor, in armen Gebieten Afrikas schlechte Küchenherde durch funktionierende zu ersetzen. Ein Jahr später wurde Roberts das Gesicht von Givenchy und zeigte sich mit einem neuen, ungewohnten Image, stark und entschlossen, ohne Styling und fast ohne Make-up. Übrigens legte sich die Schauspielerin am liebsten hin, wenn sie sich schminken lässt, weil sie glaubt, dass das Ergebnis so natürlicher aussieht. In den nächsten Jahren spielte die Schauspielerin in den Filmen August Osage Country, The Normal Heart, Secret in the Earth, Money Monster, Mother's Day, der Julia 3 Millionen Dollar einbrachte, und ihr Familiendrama Wonder mit einer Gage von 6 Millionen Dollar. Okay. Open your eyes. No! You finished your thesis. Let's get drunk. 2018 wirkte die Schauspielerin in der Serie Homecoming mit, für die sie weitere 600.000 Dollar erhielt. Und auch im Drama Ben is Back.
2019 wurde Roberts das Gesicht für die italienische Marke Canzandonia. Und 2020 veröffentlichte Chapard ein Werbevideo für die Uhr Happy Sport mit Julia in der Hauptrolle, in dem sie unbeschwert tanzte und das Leben genießt. 2022 kamen folgende Filme raus: die Dramaserie Gaslit über den Watergate-Skandal und die romantische Komödie Ticket to the Paradise. Das Drama The Friday Night Knitting Club, das sich auf dem gleichnamigen Buch von Kate Jacobs basiert, wartet derzeitig auf seine Veröffentlichung. Julia ist die berühmteste Strickerin Hollywoods. Sie entwirft komplizierte Muster und kann alles Mögliche stricken, vom Schal bis zum Mantel oder bis zu einer Tasche. Sie hat zu Hause eine ganze Werkstatt für alle Arten von Handarbeiten und nimmt ihr Garn mit ans Set. Interessanterweise wird in all den Jahren, in denen Julia mit Danny verheiratet ist, vorausgesagt, dass ihre Ehe bald endet. So wurde die Schauspielerin 2018 fast 9 Monate lang nicht mit ihrem Mann gesehen, aber Paparazzi schafften es trotzdem, das Paar beim Spaziergang zu erwischen. Und die Schauspielerin selbst teilte später süße Familienfotos mit ihren Followern. Das Paar feierte 2019 seinen 19. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass teilte die Schauspielerin ein Foto, das zeigt, dass die Gefühle über die Jahre nicht verblasst sind. Die 54-jährige Schauspielerin spielt in letzter Zeit wenig. Sie sagt, dass sie aufgrund ihrer Lebenserfahrung in romantischen Filmen nicht mehr gefilmt werden möchte. Sie verbringt viel Zeit mit ihrer Familie auf einer Ranch in New Mexico in einem 750 Quadratmeter großen Haus. Julia hat einen kleinen Bauernhof, auf dem sie Hühner züchtet und Bio-Obst und Gemüse auf den Tisch bringt. Denn der Star kümmert sich auch selbst um den Garten und weiß sogar, wie man einen Traktor fährt. Sie betont, dass ihre Familie an erster Stelle steht. Die Familie versucht, ihre Kinder so gut wie möglich vor Journalisten zu schützen. In diesem Jahr wurden die Zwillinge 17 Jahre alt und zu diesem Anlass haben die glücklichen Eltern seltene Bilder ihrer Kinder geteilt. Jetzt wird das Vermögen von Julia Roberts auf 250 Millionen Dollar geschätzt. Sie verdient jährlich von 20 bis 30 Millionen in Filmen und Werbung. Es wird gemunkelt, dass die Schauspielerin ihr berühmtes Lächeln für satte 30 Millionen versichern ließ. Die Schauspielerin bevorzugt, das Geld in Immobilien zu investieren. Zu verschiedenen Zeiten hat sie mehrere Häuser auf Hawaii gekauft. Eines davon verkaufte sie mit einem Preisnachlass von 50% für 16,2 Millionen Dollar. Ein anderes, mit Blick auf den Pazifischen Ozean, wurde für 17 Millionen Dollar verkauft. Ein weiteres schneeweißes Penthouse, von dem sich Roberts verabschiedete, befindet sich in Manhattan, mit einer Gesamtfläche von 609 Quadratmeter und mit Blick auf New York City, das für 4,5 Millionen Dollar verkauft wurde. Julia hat auch ein Haus in Malibu, das sie für 10.500 Dollar pro Monat vermietet. Im Inneren sind die Wände und Decken aus Holz weiß gestrichen, was dazu mit großen Fenstern ein Raumgefühl verschafft. Und ein weiteres Haus in einem gemütlichen Range-Stil verkaufte die Schauspielerin für 8 Millionen Dollar. Im Jahr 2020 kaufte die Schauspielerin ein 5-stöckiges Haus in San Francisco, das 1907 gebaut wurde und später renoviert wurde. Die Villa verfügt über 5 Schlafzimmer, 4 Bäder, ein Büro, eine moderne Küche, ein Esszimmer und mehrere Plätze zum Ausruhen. Vor ein paar Jahren kaufte Julia ein Haus mit einem Skatepark für ihre Kinder in der Nähe von Haus in Malibu. Sie besitzt auch ein Mercedes GL 320 TDI und einen Toyota Prius. Und im vergangenen Jahr wurde in Kasachstan ein 33-jähriger Rolls-Royce, der einst der Schauspielerin gehörte, zum Verkauf angeboten. Dass Julia Roberts das Auto besaß, erhöhte den Preis bis auf 7 Millionen Dollar, obwohl es nicht mehr als 2 Millionen Dollar kostet. Jetzt ist Julias Beliebtheit und die Höhe der Gagen nicht mehr rückläufig. Sie ist immer noch gefragt, obwohl sie auch keine Mühe gibt, um neue Rollen zu bekommen. Und gefällt Ihnen Pretty Woman Julia Roberts? Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken und folgt den Kanal, um nichts Interessantes zu verpassen.